Leute, willkommen zurück. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Ich bin schon seit langer Zeit Abonnent von dem Kanal Fuwa Forest Films HD von dem Dennis. Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten hier diesen Kanal ebenfalls abonniert haben. Und der Dennis hat ein Messer vorgestellt, Made in Germany von der Firma Pius Lang. Und ich persönlich stehe total auf Made in Germany, wenn ein bisschen Historie damit bei ist und wenn was handgemacht ist. Ich mag auch diese ganze Solinger Fraktion sehr. Und dieses Messer, das der Dennis vorgestellt hat von Pius Lang, kommt aus Tuttlingen, da wird es produziert. Eine Firma, Pius Lang, die eine sehr, sehr lange Historie hat, wurde dann immer wieder in der Familie weiter vererbt. Und wurde, gibt es auch schon extrem lang. Ich mache euch nochmal, wenn ich das Video bzw. das Messer ganz genau vorstelle, erzähle ich euch noch ein kleines bisschen mehr zu dieser Firma. Auf jeden Fall hat der Dennis dieses Messer auf einer Messe gefunden. Er hat dort also Kontakt mit dem Hersteller gehabt und hat das Messer auch zu einem sehr, sehr guten Messepreis vor Ort direkt mitnehmen können. Ja, und ich habe dann, weil mir das Ganze sehr gut gefallen hat, auch direkt den Hersteller, also Pius Lang, bei Facebook geliked und habe dann dort, also der Hersteller hat Dennis Video verlinkt und ich habe dann drunter geschrieben, also wenn du zu dem Preis, zu deinem Messepreis sozusagen, dieses Messer noch einmal organisieren kannst, dann bin ich sofort dabei. Es hat keine, ich glaube, 5 Sekunden gedauert, da hat mich einer der Geschäftsführer von Pius Lang über Facebook angeschrieben, dass er für die YouTuber bzw. für die Abonnenten von Dennis einen Spezialpreis bereithält. Das war der Steffen Link und mit dem habe ich auch dann im Nachgang ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Das ist ein sehr, sehr freundlicher Mensch und ja, die Ereignisse haben sich überschlagen. Der Dennis hat mir sein Messer von der Messe dann zu einem sehr guten Preis angeboten. Sozusagen habe ich dann dem Steffen Link von Pius Lang mitgeteilt, dass ich das Messer von Dennis übernehmen werde. Und genauso ist es auch gekommen. Der Dennis hat mir das Messer inklusive sehr vieler anderer Gegenstände. Ich halte es euch hier mal kurz in die Kamera. Da sind Patches drin gewesen. Auch einer von Swiss Bianco. Den habe ich schon auf meiner Maxpedition-Tasche mit dabei. Scharfes Zeug war natürlich drin. Von den Päckchen, die drin waren, ist nur noch eins über. Den Rest habe ich schon aufgebraucht und habe mir direkt, weil ich sehr überzeugt bin von dem Produkt, dann auch jetzt Nachschub bestellt. Hier so ein kleines Taschenmesserchen hat er noch mit reingelegt. Der Dennis, also Dennis, falls du dieses Video siehst, nochmal vielen lieben Dank dafür. Wie immer extrem schnelle Abwicklung, klasse Service und wie ihr sehen werdet, auch ein klasse Messer. Ja, warum habe ich euch dieses gute Stück also nicht schon vor längerer Zeit vorgestellt? Weil der Kontakt zu Dennis und der Messerversand liegt schon eine gute Woche jetzt zurück. Das Messer kam bei mir an. Ich war von der Qualität total überzeugt, total begeistert, habe aber festgestellt, dass das Messer ein kleines bisschen Klingenspiel nach rechts und links hat. Ich habe dann, also im Prinzip in einem Bereich, der absolut tolerierbar ist, ich habe dann trotzdem, weil ich ja sowieso Kontakt zu Pius Lang, zu dem Steffen Link hatte, mal eine Mail hingeschrieben und gefragt, wie das Ganze aussieht und er hat mir gesagt, hey, schickt das Messer einfach mal zu uns, wir gucken, was wir tun können. Und das ging dann auch extrem schnell. Der Steffen Linke hat mir dieses Messer ausgetauscht und jetzt packen wir das Ganze mal zusammen aus und schauen uns das gute Stück gemeinsam an. Und lieber Dennis, das machen wir jetzt hier mit deinem kleinen Messerchen, das du mir mitgeliefert hast. So, ja, ich habe meine Adresse hier oben schon mal abgeklebt. Ich nehme euch dann natürlich den Herstellerkontakt zu Pius Lang unten nochmal mit rein. Und dann schauen wir uns das Gute mal an. Ja, und der Steffen Link hat mir auch schon im Vorfeld mitgeteilt, dass er mir neben dem ausgetauschten Messer noch ein weiteres Messerchen hier mit reingelegt hat, das ich euch auf meinem YouTube-Kanal vorstellen darf. Schauen wir mal rein, was da noch genau mitkommt. Also, ja, schon mal eine sehr gute Packung. Hier ist Verpackung, hier ist nichts drin. Sehr, sehr gut. Hier sehen wir schon mal ein wunderbares Echtheitszertifikat. Das ist das Taschenmesser, das mir auch ausgetauscht wurde. Taschenmesser Serie 3. Ich nehme euch auf jeden Fall auch mal den Link zu dem Video vom Dennis unten mit rein. Da könnt ihr euch das auch mal anschauen. Wir machen jetzt hier erstmal ein Unboxing und dann zeige ich euch später in einem separaten Video nochmal die Messer separat. Okay, Echtheitszertifikat ist mit dabei. Jede Menge Zeitungspapier aus Tuttlingen. Ah, schau an. Das ist hier schon mal ein Messer, und zwar nicht das Messer, das ich eingeschickt hatte, sondern, ich mache es euch mal ein kleines bisschen heller,
So, jetzt seht ihr das besser. Das ist ein Universalmesser, Steakmesser, Gemüsemesser, hat mir der Herr Link geschrieben. Das schauen wir uns, sieht schon mal extrem gut aus. Das schauen wir uns auf jeden Fall. Oh, das scheint auch rattenscharf zu sein. Das schauen wir uns auf jeden Fall gemeinsam in einem separaten Video nochmal an. Handgemacht, Pius Lang. Ich habe die Webseite schon mal geguckt gehabt. Das ist auch aus dem gleichen Chirurgenstahl gemacht. Chirurgiestahl, wie auch das andere Taschenmesser, das ich euch dann gleich zeige. Auf jeden Fall schon mal beeindruckend. Ja, auf der Webseite stand auch, dass es sehr hart ist, dieses Material, aber trotzdem eine gewisse Biegsamkeit mitbringt. Und das scheint hier auch der Fall zu sein. Also gefällt mir schon mal sehr gut. Zeige ich euch dann nochmal in Aktion. Und das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal genauer an. Okay, dann schauen wir mal weiter. Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterial. Ah, okay, da ist das gute Stück. Das nehme ich euch hier mal zur Seite, wenn ihr sehen könntet, wie es jetzt auf dem Schreibtisch aussieht. Und da ist das Messer. Oh ja, da fällt schon mal direkt auf. Also hier kommt direkt eine schöne Lederscheide mit. Die hatte mir der Dennis auch mitgeschickt gehabt. Und hier sehe ich schon mal, dass das Messer eine ganz andere Maserung besitzt als das, was ich vom Dennis ursprünglich bekommen habe und zu Pius Lang zum Austausch geschickt habe. Klar, handgefertigt, Naturprodukt, das ist hier Olivenbaumholz. Und da ist natürlich kein Messer wie das andere, aber genau das finde ich das Besondere an handgemachten Messern, genau das finde ich schön. Ja, okay, schauen wir uns das mal an. Hier also neue Silberbacken. Dann hier innen eine Messingeinlage. Machen wir es mal auf. Ja, also hier ist jetzt überhaupt kein Klingenspiel mehr vorhanden. Also das andere Messer, das ich bekommen habe vom Dennis, hatte im horizontalen Bereich hier ein kleines bisschen Klingenspiel, aber absolut verdrehbar. Ich nehme euch mal ein kleines bisschen dichter mit dran. Da seht ihr es nochmal. Hatte hier minimal Klingenspiel und dieses Messer hier sitzt bombenfest. Also das ist auf jeden Fall deutlich besser. Der Herr Linke hat mir auch natürlich geschrieben und absolut klar, wenn ich mit dem Messer natürlich hart arbeite, wird sich jederzeit wieder Klingenspiel in einem gewissen Toleranzbereich einstellen. Das ist selbstverständlich, ist bei jedem Messer auch genau so. Aber ja, ich hatte hier die Möglichkeit, das Ganze auszutauschen, bin da auch sehr dankbar drum, weil dieses Messer hier von der Verarbeitung, wie ich finde, jetzt nochmal deutlich besser von der Klinge sitzt. Ja, der Dennis hatte bei dem anderen Messer schon beschrieben, dass die Verarbeitung extrem gut ist, dass man hier überhaupt gar keinen Übergang merkt zwischen den Neusilberbacken und zwischen dem Holz. Das ist hier ganz genauso. Verarbeitung ist hier absolut tipptopp. Also da gibt es mal überhaupt gar nichts. Mal gucken, ob dieses Messer, ich nehme hier mal so einen kleinen Post-it-Zettel, schauen wir mal, wie scharf das Messer ist. Ui, das ist der Hammer. Pius Lang, falls ihr dieses Video sehen solltet, das ist der Hammer. Eine Schärfe, unfassbar. Ich glaube, Pius Lang bietet sogar über einen gewissen Zeitraum einen kostenlosen Nachschärfservice. Finde ich auch sehr, sehr schön. Hier seht ihr, was ich mir was einfangen kann mit der Kamera. Ich mache euch auf jeden Fall noch mal ein genaues Video dazu. Hier seht ihr das Logo von Pius Lang. Hier sieht man es auch noch mal ein bisschen größer. Ja, Olivenholz, Chirurgiestahl, rostfrei. Hier die Stahlnummer mit Seriennummer, mit Echtheitszertifikat, Messermanufaktur ab 1852. Also auf der Webseite, ich verlinke es euch mal, wenn ihr da ein bisschen durchliest, ist eine sehr interessante Geschichte. Offensichtlich wurde diese Company hier gegründet an einem Heiligabend, an Weihnachten, und dann mit der Zeit immer wieder in der Familie weitergeführt, weitergegeben und hat eine richtig, richtig lange Historie. Ja, finde ich sehr, sehr schick. Pius Lang, tipptopp. Schon machen wir noch mal ganz kurz hier einen Schnitttest mit dem Steak bzw. mit dem Küchenmesser. Ja, genauso, naja, ich würde also nicht 100% genauso scharf wie dieses Taschenmesser hier, aber immer noch höllenscharf. Also das werde ich wahrscheinlich nochmal übers Leder ziehen. Aber tipptopp Messer, das ist der Kracher.
Der Christoph von Schnorrs 58 würde sagen, das ist der Kracher. Rattenscharf, würde er sagen. Und genau so sieht's aus. Unfassbar. Ja, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank, Pius Lang, für den Austausch meines Messers. Vielen Dank, Dennis von Fuwa Forest Films HD. Und wir sehen uns bald wieder auf meinem Kanal und schauen uns die guten Stücke, ich nehme euch in der Helligkeit noch mal ein bisschen zurück, genau da, und schauen uns dann die guten Stücke noch mal im Detail an und dann erzähle ich euch noch ein kleines bisschen mehr zu diesen Messern. Ja, vielen Dank und bis bald wieder auf meinem Kanal.